Liebe Freunde der Freiheit, liebe Restdeutsche, ein herzliches Glück auf aus Zwönitz im Erzgebirge. Hier eine Bestandsaufnahme der jetzigen Situation und Ideen für ein besseres Deutschland. Ihr Denunzianten, die ihr hier und heute unter uns weilt, ihr müsst das jetzt umgehend euren Meldestellen melden, wie damals bei der Stasi in der DDR. Doch nun zur Bestandsaufnahme. Warum werden Generalsekretäre einer Partei immer erst nach der Wahl gezeigt? Wenn man sie vorher zeigen würde, ginge überhaupt keiner mehr zur Wahl. Unsere Politiker sind ein Angriff auf den normalen Menschenverstand. Politiker sprechen, um nichts zu sagen. Wir verlangen gar nicht, dass sie die Wahrheit sagen, aber sie sollen wenigstens wahrhaftig sein. Der Gipfel der Frechheit ist, dass der Demenzpatient, unser Bundes-Olaf, in Halbschuhen zur Hochwasserkatastrophe kommt. Stiefel hat er vergessen. Doch einer aus dieser Ampel ist noch dreister, nämlich der Finanzvernichter Lindner, indem er absondert: Es ist mir eine Ehre, unserem Land zu dienen. Hier weiß man nicht, ob man lachen oder weinen soll über die beliebteste Regierung Deutschlands bei Kinderschändern. Die grünen, fleischgewordenen Doppelzentner Dummheit mit dem Verstand von 3 Meter Feldweg haben seit langem einen noch perfideren Plan. Nämlich, wir Grünen müssen dafür sorgen, so viele Ausländer wie möglich nach Deutschland zu holen. Wenn sie in Deutschland sind, werden wir den Stimmenanteil haben, den wir brauchen, um diese Republik zu verändern. Der Wirtschaftsvernichter und Schlangenölverkäufer habe nichts, hat keine Ahnung von Steuern oder Wirtschaft, weiß nicht, was Insolvenz ist und kann mit Deutschland nichts anfangen. Ein ehemaliger Bundespräsident schämt sich, ein Deutscher zu sein, hasst und verachtet dieses Land. Was für eine Heuchelei! Die deutsche Wirtschaft wird gezielt zerstört und aus dem Land getrieben. Energie und unser tägliches Leben wird bald nicht mehr bezahlbar sein. Und irgend so ein irrer Mensch verlangt auch noch einen Ukraine-Soli. Folgt auch bald noch ein Gaza-Soli. Milliarden werden in Afrika und sonst auf der ganzen Welt verteilt, anstatt die deutsche Landwirtschaft zu stärken. Denn die Landwirte sorgen mit ihrer Knochenarbeit für unser tägliches Brot. Sie sind es, die 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr ohne Unterlass schuften. Vergreift euch nicht an unsere Bauern! Auch wenn der Bauernverbandspräsident mit dem Özdemir anschließend herumlacht. Die Bahn ist peinlich, schmutzig, unpünktlich und einfach nur eine Lachnummer. Deutsche Straßen und Brücken sind marode, aufgerissen, zerstört oder es sitzen Klimakleber-Analphabeten drauf. Im Bundeshaushalt klafft ein Loch von ca. 60 Milliarden, genau wissen die es nicht. 50 Milliarden verbrauchen in diesem Land Lebende, die überhaupt nicht hier sein dürften. Also wo ist das Problem? Es ist kein Platz mehr am deutschen Tischlein, deck dich! Und nun einige Ideen für ein besseres Deutschland. Arbeitsscheue, ungelernte, faule und dumme Kostgänger aus dem Bundestag werden dem Arbeitsmarkt zur Verfügung gestellt. Deren Konten werden beschlagnahmt. Alle Dienstlimousinen werden sofort abgemeldet. GEZ
Finanzamt, IHK, Statistisches Bundesamt und weitere Abklingbecken für gescheiterte Politikerexistenzen werden umgehend geschlossen. Das Lieferkettengesetz, welches Unternehmen bei Strafandrohung nötigt, aufzuzeigen, wo in Afrika oder in Südamerika oder in Asien Kinder ausgebeutet werden, um Kobolde zu fangen, damit in Deutschland die Klimaziele eingeschaltet werden, wird ersatzlos gestrichen. Lobbyisten oder um es anders auszudrücken, Schmiergeldempfänger und Verteiler wird es nicht mehr geben. Die Ministerien werden auf 5 reduziert. Denn wenn man jetzt schon 10 Ministerien schließen würde, würde das auch keiner merken. Gesetze und Verordnungen werden auf ein Minimum reduziert. Die Staatsquote wird auf 10-12% reduziert, denn der übergriffige Staat hat sich auf seine Kernaufgaben zu beschränken, nämlich innere und äußere Sicherheit, Gesundheit und Bildung. Dabei wird Deutsch gesprochen. Es werden moderne, saubere und günstige Kernkraftwerke wie bei unseren Nachbarn aufgebaut. Das Geld verteilen, getarnt als Entwicklungshilfe, wird sofort eingestellt. Steuern auf Arbeit werden umgehend abgeschafft. Wir lassen uns von der Brüsseler Bürokratiekrage nicht mehr bevormunden. Es ist unser Land und ihr habt kein Recht, es uns kaputt zu machen. Wir wollen euren Sozialismus nicht. Doch in diesem Jahr sind Wahlen, unter anderem auch in Sachsen. Dort werden wir den Altparteien und den Kandidaten der Nationalen Front, wie sie heute stehen, als Freie Sachsen zeigen, wo das Herz der Sachsen tickt. Wir verkörpern die fleißigen, anständigen, freiheitsliebenden Menschen der Mitte in Sachsen. Wir sind es, die die Corona-Aufarbeitung und die Bestrafung derer, die uns das alles angetan haben, voranbringen. Wir Freie Sachsen sind es, die in diesem Land den Protest gegen die Ungerechtigkeit auf die Straße bringen. Wir wollen, dass Rentner nicht besteuert werden. Wir wollen das Gesetzesdickicht, die Ämter und Behörden, das Finanzamt und die GEZ ausmisten. Wir wollen das Land wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Wir wollen nicht, dass es mehr als 2 Geschlechter gibt. Wir werden in diesem Land wieder mal so richtig durchwischen. Unsere Händearbeit muss sich endlich wieder lohnen. Dafür stehen wir. Also lasst es uns anpacken. Dankeschön.